Ja, schönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben auch einen Gast heute. Herzlich willkommen. Ja, wir sind immer noch bei der Josef-Serie. Das letzte Mal, das war stark, da haben wir angefangen beim Juda, wo ja Jesus herkommt, aus dem der Löwe Juda, ne? Und dann haben wir den Sebulon und den Ischaschar angeschaut. Und heute wird es ganz schön interessant. Wir machen weiter beim Dan. Und ich bete noch kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort rausgeht. Ich danke dir für Offenbarungserkenntnis. Ich danke dir für hörende Ohren, für Herzen, die, wo es reingeht und behalten wird. Und danke, dass du uns immer mehr verwandelst. Halleluja. Amen. Ja. Dann 1. Mose 49, und zwar im Vers 16. Dann wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dann, der Name bedeutet Richter. Wir gucken mal zurück im 1. Mose 30. Und zwar im Vers 1, als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde zornig und auf Rahel und sprach: Bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? Sie aber sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha, gehe zu ihr ein, dass sie in meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie Nachkommen erhalte. Das war früher so üblich auch, dass sie, also das wurde anerkannt, sagen wir mal so. Wenn die eigene Frau jetzt nicht gebären konnte, und dann wurden die Kinder anerkannt auch. Und dann im Vers 6, da sprach Rahel: Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und wie gesagt, der Name, also Gott hat mir Recht verschafft und der Name bedeutet Richter. Ich habe auch mal versucht herauszufinden, was Bilha, weil es ist ja quasi, also der, es ist auch der fünfte Sohn von Jakob und der erste Sohn von der Magd, von der Bilha. Bilha ist unklar, was es bedeutet. Es kann vom Arabischen bedeuten sorglos oder die Schreckeneinflößende. Was auch interessant ist, später im 1. Mose 35, da gehen wir nicht hin, aber das ist auch ganz interessant, da wird sie nicht mehr Magd genannt, sondern Nebenfrau. Genau. Gehen wir wieder zu unserem Text. Erster Mose 49. Er wird sein Volk richten als einer
der Stämme Israels. Das ist aber jetzt keine gute Bedeutung. Also er wird sein Volk rächen. Er wird also auf eine böse Art und Weise wird er auf die Stämme losgehen. Und als einer der Stämme Israels. Und im Vers 17, dann wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Weg, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. Dann ist der schlimmste aller schlimmsten Söhne. Und hier können wir das rausfinden. Wird eine Schlange sein. Schlange ist ein Zeichen für Satan. Eine Schlange am Weg, eine Otter. Eine Otter, das bedeutet, ist eine Giftschlange. Giftig. Auf dem Weg, die das Ross in die Fersen beißt. Also, und jetzt, das ist für mich der Oberhammer, da kommt aus diesem Stamm kommt der Antichrist hervor. Die Bibel nennt ihn immer zuletzt. Er wird, machen wir das? Vierter Mose 10. Zum Beispiel 4. Mose 10, da ist der Aufbruch vom Sinai. Im Vers 11 geht es da los. Und im Vers 25, da finden wir wieder die Kinder Dans. Danach brach die Abteilung des Lagers der Kinder Dans auf, als Nachhut. Also das waren die letzten aller Lager nach ihren Herrschern. Und dann gehen wir in Richter. Richter 18. Wenn es jemand interessiert, der kann die ganze Geschichte zu Hause mal nachlesen. Und wir finden da heraus, also die Kinder Dans, die haben sich da einen falschen Priester geschnappt, also und dazu auch noch die Götzen, die dieses Volk gemacht hat. Die haben die beraubt und im Vers 30 zum Beispiel finden wir, und die Söhne Dans richteten für sich das Bildnis auf und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohn Moses und seine Söhne waren Priester des Stamm Dans bis zur Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt würde. Und sie stellten für sich das Bildnis auf, das Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Also das waren der erste Stamm, die haben Götzendienst betrieben. Und im Josua, wir hüpfen jetzt ein bisschen hin und her, Josua 19, im Vers 40, da steht dann wieder das Erbteil von Dan, von 40 an bis 48. Und da ist es wieder so, die werden als letztes aufgeführt. Und das hat einen Grund. Bei uns ist es oft so,
wo es heißt, die Letzten werden die Ersten sein. Aber warum, wenn es in der Bibel so aufgelistet ist, das hat einen Grund. Und eben später sogar, das zeige ich euch dann, wird der Stamm sogar ganz weggelassen. Eben deswegen, weil daher der Antichrist kommt. Genau. Und das können wir uns anschauen in der Offenbarung. Offenbarung 7. Da geht es um die Versiegelung der 144.000 Auserwählten aus Israel. Und im Vers 5 geht es los: aus dem Stamm Juda, aus dem Stamm Ruben, aus dem Stamm Gad, aus dem Stamm Asser, Naphtali, Manasse, Simeon, Stamm Levi, Stamm Issachar, Sebulon, Josef und Benjamin. Dann fehlt, interessanterweise. Und es ist eben so, aus jedem Stamm kam Evangelisation hervor, aber eben aus diesem Stamm nicht. Und im 1. Chronik, Chronik 2. Oh, ist die zweite Chronik. 1. Chronik 2. Und im Vers 1, da wird er noch benannt. Das sind die Söhne Israels, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naphtali, Gad und Asa. Und dann aber, dann geht es weiter, die ganzen Söhne werden aufgeführt und bis zum Kapitel 8, glaube ich. Genau. Aber wir finden keinen Stamm dann. Das weiß ich jetzt gar nicht, wo genau, im Hesekiel, das habe ich mir jetzt nicht notiert, da, also es wird trotzdem sein Erbteil ausgeteilt, er bekommt ein Erbteil, ziemlich spät. Ich habe mir auch mal so angefangen zu schauen, wo denn diese, wo denn die Gegend liegt, wo ihr Erbteil war. Also ich bin jetzt draufgekommen, Palästina, dann eine Stadt Hamad, das ist auch im heutigen Syrien. Und das finde ich auch sehr interessant, wenn man die jetzige Zeit auch so anschaut alles, was alles losgeht, kann man sich weiter noch vertiefen, wenn man das möchte. Genau, dann gehen wir zu unserem Text nochmal. Also, dann wird eine Schlange am Weg sein. Satan, der Antichrist, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt. Das Ross, das ist die Nation Israel. Und der Reiter, sodass der Reiter rückwärts stürzt. Der Reiter repräsentiert die jüdischen Gläubigen. Und da, das alles hat sich noch nicht erfüllt. Das ist eine Prophetie, die kommen wird. Und das ist dann eben in der Trübsalzeit. Und Satan versucht, auch diese ganzen Stämme eben zu zerstören, kaputt zu machen. Und
was ich eben auch interessant fand, das in die Fersen beißt. Wenn wir das mal anschauen, im 1. Mose, Mose 3, das war nach dem Fluch, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, und dann sind die Folgen des Sündenfalls, und da heißt zum Beispiel, wo er zur Schlange sagt, und Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also ich bin überzeugt davon, dass da ein Zusammenhang da ist, sodass der Reiter rückwärts fällt, stürzt. Genau, schauen wir nochmal in die Offenbarung 12. Und da ist dieser auch so ein Kampf, der die Frau und der Drache, und die Frau, das ist die Nation Israel, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, bekleidet eine Frau mit der Sonne bekleidet und den Mond unter ihren Füßen und auf dem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien, und die sollte gebären. Und was sollte sie gebären? Diese ganzen Stämme, diese 144.000. Und also die in der Offenbarung 7, die 144.000 sollten da geboren werden. Und der Teufel versucht, das alles zu zerstören. Und in unserem ursprünglichen Text finden wir dann auch, wo es dann heißt, O Herr, ich warte auf dein Heil. Also da schreien sie, weil Jesus wiederkommen soll, und was wird er machen? Er wird die Schlange, dann den Antichrist, zerstören. Halleluja. Amen. Und genau, wo habe ich das? Und gehen wir mal in den 5. Mose. Da habe ich auch was Interessantes gefunden. 5. Mose 33. Im Vers 22. Und da ist Moses prophetischer Segen über die 12 Stämme und über dann, im Vers 22, und über dann sprach er, dann ist ein junger Löwe, der aus Baschan hervorspringt. Also das ist interessant. Wir haben ja letztes Mal auch der Jesus, der als Löwe bezeichnet wird, aber wir haben auch in Jakobus, glaube ich, Petrus, ja, auf jeden Fall in der Bibel steht es drin, dass
dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Im Peter, okay, 1. Petrus. Und hier heißt, dass dann ein junger Löwe aus Baschan hervorspringt. Und mir ist dann noch eingefallen, da gibt es ja einen Psalm, den lesen wir noch, Psalm 22. Da geht's los. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer sagt es? Wer spricht dir? Jesus, genau. Das ist ein Psalm über Jesus, der am Kreuz hängt. Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Das ist einfach, wo Jesus Christus am Kreuz hing. Er einfach diese Strafe bekommen hat, Strafe, Krankheit, Armut, Fluch, alles kam an dem auf Jesus Christus, und da spricht er eben davon. Und im Vers 13 heißt es: Es umringten mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan. Wow. Gerade hatten wir den Löwen von Baschan, jetzt haben wir die Stiere von Baschan. Und Stiere von Baschan umzingeln mich, sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Das war wieder Satan höchstpersönlich. Genau. Ich habe bei der Deborah, wird dann nochmal aufgeführt, die Deborah in ihrem Siegeslied, da singt sie, dass dann bei den Schiffen gelagert hat. Keine Ahnung, warum. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, Mensch, wir sind früher fertig. Haben wir noch was? Genau, ich habe noch, ein Sohn wird benannt, ein einziger aus dem Geschlecht Dan, also vom Dan, der ein direkter Nachkomme, der heißt Huschim, habe ich aber auch nicht, gibt es nichts, keine Namensbedeutung, aber das ist auch interessant, er hatte nur einen Sohn, aber die haben sich dann trotzdem ganz schön vermehrt. Und ja, genau, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, in 1. Chronik 2 bis 8, die ganzen Kapitel, ist er nicht beschrieben. Das Buch ist auch ein Buch über Gnade und Segen, also ist da ganz viel drin. Und Satan kennt keine Gnade, überhaupt keine Gnade. Und genau, ja, dann Amen.